Mein Kopf. Au. Was zum... Hä? Wo bin ich hier? Was ist das? Bücher? Ein Zettel? Wie bin ich hierher gekommen? Warum brennen hier Lichter? Ein Funkgerät. Hallo? Ist da jemand? Ah. Seltsam. Warum ist hier ein Funkgerät? Hallo? Ed? Sai? Was machst du denn hier? Was zum Teufel ist hier passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich bin in irgendeinem komischen Turm und habe hier ein Funkgerät gefunden. Ich weiß auch nicht, wo ich hier geraten bin. Wo bist du? Vielleicht sind wir irgendwo in der Nähe voneinander. Ich weiß nicht, ich bin in irgendeinem Raum gelandet und hier ist alles abgesperrt. Ich komme hier nirgendwo raus. Ich habe hier nur eine Wand, die sich gerade aktiviert hat, als ich das Walkie-Talkie aufnahm. Ich habe hier Fenster, aber die sind bunt. Ich kann nicht rausgucken und irgendwelche Steinwände. Sieht ein bisschen aus wie ein großer Turm. Bitte? Sieht so ein bisschen aus wie so ein großer Turm. Kannst du dich erinnern, was passiert ist? Nein, wir sind einfach in diese Sache hier reingekommen und dann, keine Ahnung, bin ich jetzt hier aufgewacht. Ich habe hier ganz viele Bücher mit irgendwelchen komischen Zeichen und ein Plakat mit Augen an der Wand. Hast du denn irgendwo in der Nähe... Was habe ich in der Nähe? Grünes und ein rotes Auge und dazwischen lauter komische Zeichen. Ja, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 blaue Augen mit Zeichen, grüne Augen und rote Augen. So ein Plakat an der Wand. Okay, vielleicht musst du mir irgendwie sagen, was ich hier... Eventuell kann man die Steine hier reindrücken. Hm. Oh, warte, ich hab hier Türen, Moment. Okay, die erste Tür ist zu, aber ich habe noch eine gesehen. Nee, beide Türen sind zu, ich komme nicht raus. Ich bin hier gefangen. Ah nee, da ist auch noch eine Tür auf dem Balkon. Nein, die ist auch zu. Okay, ich komme nicht raus. Ich bin in diesem Raum hier gefangen. App, ich glaube, dein Walkie-Talkie hat irgendwie Fehlfunktionen. Deine Sätze werden nicht korrekt durchgewunken. Vielleicht höre ich ein bisschen zu früh auf die Taste zu drücken. Ich habe ewig kein Walkie-Talkie mehr benutzt. Ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen. Na, das wird schon. Erstmal ist es wichtig, dass wir hier irgendwie rauskommen. Also du sagst, du siehst bei dir irgendwelche Augen. Ich habe hier ein Poster mit Augen. Ja, ich habe einen, auf der linken Seite oben habe ich ein grünes Auge und auf der rechten Seite ein rotes Auge. Und dazwischen habe ich eine Wand mit lauter Symbolen. Okay, also ich habe hier auch so Symbole. Also eins ist zum Beispiel so ein komisches M, das neben einem grünen Auge ist. Ja, ich habe hier auch ein M. Okay, ich habe aber auch ein M, das neben einem blauen Auge ist. Lustigerweise. Also du hast eine Wand mit und es ist ein grünes und ein rotes Auge, sagst du. Ja, ich habe also das ist eine Wand zwischen zwei Steinpfeilern. Auf dem linken Steinpfeiler habe ich ein grünes Auge. Auf dem rechten Stein Dings ist ein rotes Auge. Und in der Wand kann ich wohl, so wie ich sehe, stehen so ein paar Steine hervor, die ich wahrscheinlich reindrücken kann mit Symbolen drauf.
okay, vielleicht habe ich dann die Erklärung, welche Symbole du drücken musst. Ich weiß nur nicht ganz, also ich habe halt hier ganz, ganz, ganz viele Symbole. Und einige doppeln sich auch und sind halt zum Beispiel bei einem blauen und einem grünen Auge. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich alle Symbole brauche von dir, die entweder ein grünes oder ein rotes Auge haben. Ja, oder die Symbole, die einzigartig sind, die zum Beispiel nur neben grünen oder neben roten Augen stehen. Soll ich dir einfach mal versuchen zu erklären, was für Symbole ich hier habe? Ja, das wäre ganz gut. Okay, also ich habe, wie gesagt, das grüne und das rote Auge. Und ich habe hier ein Zeichen, das sieht aus wie ein Wurzelzeichen. Ich habe ein M, was noch gepaart ist mit irgendwie einem, wie heißen die Dinger? Eine Sanduhr. Ich habe ein komisches N, ein normales M, ein T mit geschwungenen Flügeln, ein X, wo ein Kreis drin ist. Ein A mit einem T innen drin. Noch eine Art Wurzelzeichen, aber sieht so ein bisschen anders aus. Und ein nochmal dieses X mit dem Kreis drin, aber noch einen Strich durch den Kreis. Also die Symbole habe ich auch alle hier, aber ich gucke mich mal ein bisschen um vielleicht. Hier liegt ein aufgeschlagenes Buch, da ist ein roter... Ich weiß nicht, ob das Blut ist. Das ist zumindest so ein Fleck. Da steht Between the Eyes. Ja, Between the Eyes. Da habe ich ein paar Symbole. Ja, das wird zumindest... Ich habe hier so Bücher. Die Symbole sehen anders aus als die wir bisher beschrieben haben. Ich habe hier eine Karte liegen. Steht auf der Karte. Ehrlich gesagt, nicht viel. Das sieht aus wie ein paar Gänge oder so. Es könnte vielleicht sein, dass das dein Bereich ist, weil ich bin in so einem Turm. Also ich bin in einem einzelnen Raum mit, wie gesagt, dieser einen Wand. Ich habe hier links eine Tür, die versperrt ist. Und das war's eigentlich. Also ich hab jetzt nicht wirklich viel. Hier steht noch... Hast du... An der anderen Wand steht, the answer lies. Hast du irgendwelche Boxen oder Fässer in dem Raum bei dir? Ja, hier sind auch Fässer, Boxen. Hier ist ein... Also wie an der Wand, wo steht the answer lies, ist ein... sind drei Kerzen, die angezündet sind, und ein umgekipptes Bücherregal. Wie viele Boxen und Fässer hast du in deinem Raum? Oh Gott, Moment. Fässer, 1, 2, 3. Ich glaube, da hinten war noch eins, oder? Ne, drei Fässer und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Boxen. Okay, dann weiß ich, also ich habe auf der Karte hier, das müssen wir uns merken auf jeden Fall. Hier auf der Karte sind Fässer, Boxen und so Tische könnten das sein, eingezeichnet. Aber es gibt keiner dieser Räume hat 7 Boxen und 3 Fässer. Ansonsten habe ich hier auch nichts, was mit Augen zu tun hat. Also außer diesem einen, ich habe einen Videoprojektor hier rumstehen. Und ein Hebel. Warte, hier ist ein Hebel. Ich zieh mal an dem Hebel. Okay. Okay, ich höre so ein Dampfzeug. Ich höre irgendwie so eine Art Dampfmaschine hier. Eine Dampfmaschine? Aber das ist unabhängig vom Hebel. Irgendwie außerhalb des Fensters.
Naja, konzentrieren wir uns, glaube ich, erstmal auf die Augen. Ja. Ach, warte. Between the eyes. Ich glaube, ich habe es verstanden. Du hast, wenn du direkt vor der Wand stehst, ist links das rote und rechts das grüne Auge, oder wie? Nein, genau andersrum. Links das grüne und rechts das rote. Links das grüne, rechts das rote. Weil ich habe, es sind zwei Reihen hier. Ich habe links eine Reihe Augen und rechts eine Reihe Augen. Wenn es between the eyes ist, dann ist die richtigen Glyphen müssten dann die sein, die zwischen den jeweiligen Augen sind. Und ganz unten habe ich links ein grünes, rechts ein rotes. Dann drück mal. Das ist so eine Art gespiegeltes Z, aber halt mit so Strichen nach so schrägen Strichen an den Enden vom Z. Hast du so eine Glyphe da? Ja, ich glaube, das ist das, was ich als Wurzelzeichen gesetzt hatte. So ein ein Z mit geraden Strichen, aber am Ende, ne? Also das ist halt quasi das ist Z, nur gespiegelt. Und dann geht noch so auf der linken Seite geht so schräg links runter noch so ein ganz kleines Strichchen und oben rechts schräg oben rechts geht noch so ein ganz kleines Strichchen. Ja, dann ist das hier rechts. Okay, ich drück mal. Und als zweites, das M, was quasi ineinander geschoben ist, sodass da so ein X quasi entsteht zwischen den beiden M-Strichen. Ja. Oh, die Tür ist aufgegangen. Die Tür ist auch. Oh, bei mir ist auch eine Tür aufgegangen. Jetzt stehe ich in einem. Okay, die Tür ist wieder zugegangen. Jetzt habe ich Angst, durch die Tür zu gehen. In einem kleinen Raum. Mit Kirchenfenstern. Und hier an der Wand habe ich noch mal ein paar Symbole. Kirchenfenster habe ich bei mir auch. Ich habe mich, weil du gesagt hast, dass die Tür zugegangen ist, noch nicht getraut, bei mir durch die Tür zu gehen. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Vielleicht habe ich ja einen Ausweg und kann Hilfe holen. Okay, die Tür bei mir ist offen geblieben. Ich habe hier... Was zur... Ich habe hier so komische Bilder an der Wand. Irgendein, weiß ich nicht, so eine Art Strauß mit, keine Ahnung, einem Auge und Schnäbeln auf dem Rücken und einem Totenkopf als Kopf mit Symbolen drunter. Einen Vogel mit einem Schneckenhaus und einem Totenkopf. Einen Vogel mit, das ist irgendwie ein Mix aus... Keine Ahnung, Schaf, Schnecke, Pfau, Vogel und... Also ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Also ich habe an meiner Tafel keine Totenköpfe. Keine Ahnung, was du da siehst. Es ist ein bisschen gruselig. Ich will in diesem Raum nicht sein. Und der Raum ist hoch. Ist wieder so ein turmmäßiges. Ah, ich habe hier auch ein Bild in meinem Raum... wo ein Vogel mit Entenfüßen und einem Schneckenhaus ist. Okay, ein was für ein Vogel? Ich habe hier mehrere Vögel mit Schneckenhäusern. Oh Gott, da fragst du mich jetzt was. Ich kann dir die Unterschiede sagen. Also zwei von den Vögeln haben irgendwie noch so einen Schnabel nach vorn, aber nach hinten auch noch irgendwie so ein Mini-Schnabel. Ja, den habe ich. Okay, dann haben die, das eine hat einen braunen Hintergrund, das andere hat einen roten Hintergrund. Ich habe den mit dem braunen Hintergrund. Okay, kein Totenkopf-Kopf, richtig? Nein, ich habe hier keine Totenköpfe. Nirgendwo. Und der Schweif geht so ein Stück nach oben, so leicht schräg. Ja, genau. So ein etwas kürzerer Schweif, der nach oben geht, ja. Okay, da drunter habe ich so ein paar Hieroglyphen stehen. Irgend so ein, weiß ich nicht, in der Mitte sieht so aus wie so ein Kronleucht.
Hier ist irgendwas am Flüstern. Ich hab Angst. Hilf mir. Wie. Was hast du? Hallo? Was hast du? Ja, ich hab grad jemanden flüstern gehört, aber jetzt ist es wieder weg. What? Hast du bei dir irgendwelche Hieroglyphen oder so? Ja, ich habe hier eine Wand. Ich glaube, die Steine kann ich entfernen und unter das Bild einfügen. Ah, okay, ja. Und da sind Zeichen drauf, richtig? Ja, genau. Hast du da so eine Art Kronleuchter? Das sind so drei Arme nach oben. Nicht Kronleuchter, so Kerzenständer, so eine Art Kerzenständer. Drei Arme nach oben. Der unten der Fuß ist quasi der eine Strich vom mittleren Arm geht durch und dann ist noch so ein Halbkreis quasi unten an dem Fuß dran. Nee, ich habe zwar hier den Kerzenständer, aber ich habe die Füße sind ganz normal. Sind drei Füße. Okay, also ich habe hier quasi so eine Art. Ja, es ist halt so ein. Sind auch Kreise obendrauf. Auf dem Kerzenständer quasi, also auf den Spitzen. Ja, genau, das habe ich. Und das ist quasi die. Der linke und der rechte Arm sind miteinander verbunden und das in der Mitte ist einfach ein gerader Strich runter. Ja, genau. Und unten ist dann wieder der gerade Strich durchbrochen durch diesen halbrunden Kreis. Ja, genau. Genau das ist das Icon, das Symbol. Das muss in die Mitte. Okay, weiter. Die Musik ist hier gerade mega asynchron und weiß ich nicht, irgendwie unangenehm. Machen wir mit dem linken Zeichen weiter. Das ist, weiß ich nicht, sieht so ein bisschen aus wie so ein Angelhaken mit so zwei Vs in der Mitte unterbrochen. Ein Angelhaken mit zwei Vs. Ah! Also die Spitzen des Vs zeigen nach oben und die Mitte vom V liegt quasi auf dem Strich und der Haken von dem Angelhaken ist oben und unten ist nur so ein leichter Schwung dran. Ja, genau. Und den packe ich nach links? Genau, der muss auf die linke Seite. Alles klar, dann fehlt jetzt nur das rechte. Das rechte ist, der obere Teil ist quasi ein Dreieck. Dann in der Mitte ist ein Dreieck, das dann mit der Spitze nach unten zeigt. Auf die Spitze vom Dreieck zeigt von unten dann nach oben ein Pfeil. Und da, wo sich die Spitze vom Dreieck und der Pfeil treffen, ist ein gerader Strich, also ein horizontaler Strich durch mit zwei. Hab schon. Die Tür ist. Ah, perfekt. Die komische, spannende Musik hat aufgehört. Oh, es ist wieder entspannend. In dem Raum, wo ich als erstes drin war, kommen gerade irgendwelche Geräusche, die sich anhören, als wäre ein Monster dahinter. Lauf? Oh, bei mir ist auch eine Tür aufgegangen wieder. Okay, meine Tür ist wieder zugegangen. Ich bin jetzt in einem Raum mit lauter Boxen und einem roten Rohr. Boxen und einem. Boxen waren auf der Karte. Ich habe ja auch noch so eine Filmrolle liegen. World's Greatest Chess Moves steht da drauf. Mit Wasser. Da ist eine Tür, da steht das Wort Green dran. Ich habe aber hier nur rote
nur rote Rohre an der Wand. Was ist mit Wasser? Mein Raum füllt sich gerade mit Wasser. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich lauf gerade bei mir den. Ich hab hier so einen komischen Weg, der ewig weit. Ich hab Rohre gefunden. Ich hab ein blaues Ventil, ein rotes Ventil und ein gelbes Ventil. Ja, und ich hab grün an meiner Tür stehen. Welche beiden Farben bewirken grün? Blau und gelb. Jawohl, das war. Hat das. Das war's. Was? Sorry, ich hab dich gerade unterbrochen. Was heißt aus, ne? Das Wasser ist aus. Ah, puh. Und jetzt? Ich gehe in den nächsten Raum. Mal gucken, was passiert. Hier ist, glaube ich, eine. Okay. Ich habe hier so richtig gruselige Ritterrüstungen stehen. Wo ich. Warte mal, ein Gitter? Was kann ich. Das Gitter habe ich unterbrochen, okay. Ich stehe jetzt in einem Raum. Wie beschreibe ich das? Ich habe das eine Gitter aufgemacht mit einem Schalter und bin aber jetzt. Dann, dafür ist das andere Tor runtergegangen. Mit einem Schalter? Warte, ich habe hier auch einen Schalter. Vielleicht macht das der Schalter. Ist was passiert? Nein, hier ist nichts passiert. Warte mal, Gon. Warte. Die Karte hat angefangen zu leuchten. Ah, ich konnte den Schalter nochmal betätigen. Ich bin jetzt einen Raum weiter. Okay, ich hab hier die Karte leuchtet jetzt. Ich hab auf der Karte einen weißen Pfeil quasi rein. Einer Art. Das wird wahrscheinlich dein Gitter gewesen sein. Bist du eine Treppe hoch? Also du bist da durchgegangen, ist. Also, wenn du durch das Tor durchgehst und mit dem Rücken zum Tor stehst, ist auf der linken Seite von dir eine Treppe? Auf meiner linken. Ich stehe jetzt in einem Raum, das absplittet in zwei Räume. Links und rechts. Links geht's runter und rechts geht's einfach nur geradeaus weiter. Also links ist so eine Art Treppe. Wenn du mit dem Rücken zum Tor stehst. Genau. Okay, dann bist du jetzt bei der Karte. Wenn du in den Raum die Treppe runtergehst, in dem Raum müssten vier Fässer und so eine Art Tisch sein. Ist das richtig? Moment, also hier oben steht, bevor ich jetzt runtergehe, steht an der Wand, bring down the guiding light. Ah, und ich kann hier eine der beiden Fackeln mit runterbringen. Okay. Nee, ich kann sie nur ausmachen. Die Karte hat wieder aufgehört zu leuchten bei mir. Ich korrigiere, ich kann hier jede Fackel, die an meiner Wand ist, aus- und wieder anmachen. Ja, also die mach mal nochmal die Fackeln so, wie sie vorher waren, weil meine Karte leuchtet nicht mehr. Es sind alle wieder am Leuchten. Ja, aber meine Karte ist aus. Also ich hatte hier vorher so Tore und Pfeile gesehen, die sind jetzt alle weg. Ich gehe jetzt einfach mal die Treppen runter und guck, was der Raum ist hier. Hier sind lauter Fackeln. Ich kann den Schalter nochmal umlegen. Ah! Okay, wenn ich den Schalter umlege, dann fährt hier der Kronleuchter runter und dann leuchtet die Karte. Und der fährt dann langsam wieder hoch und dann hört die Karte auf zu leuchten, wenn er oben ist. Oh Gott, ich bin in einem Labyrinth gefangen hier. Ja, und ich habe die Karte vom Labyrinth. Ich habe hier,
Also wenn du, du bist von dem Tor, durch das du original gekommen bist, nach links gelaufen und dann quasi die Treppen hoch, die Treppen entlang, ne? Mal zurück, ich bin nämlich jetzt den anderen Weg einfach mal aus Spaß gegangen. Ich bin jetzt wieder am Anfang, wo drin, wo ich sehe Bring Down the Guiding Light und ich gehe jetzt links die Treppe runter. Ja, bring Down the Guiding Light, das ist für mich der Kronleuchter. Wenn ich den runterfahre, sehe ich die Karte. Wenn du vom Eingang bist du jetzt nach links gegangen, richtig? Genau, und jetzt kann ich, jetzt habe ich hier drei kleine Räume. Wie gesagt, der eine Raum hat die Fässer und das Buch. Und ich kann hier rechts wieder hochgehen. Genau, wenn du dann hochgehst, dann kommst du an eine Gabelung. Wenn du an der rechts gehst, solltest du vor einem Tor stehen. Ist das richtig? Ja, ein verschlossenes Tor. Okay, perfekt. Dann, ich glaube, ich weiß, wo du es aufmachst. Geh nochmal zurück zum, da wo du, also vom Ausgangstor und geh statt links die Treppe runter, geh nach rechts. Und dann sollte, wenn du nach rechts gehst, auf der rechten Seite auch wieder eine Treppe runter oder hochkommen in einen kleinen Raum. Ja, hier geht's runter und da hinten sehe ich schon leuchtend einen Schalter. Genau, dann drück den mal. Okay, passiert. Ich muss kurz den Kronleuchter resetten. Jetzt geh mal zu dem Tor zurück, das eben noch verschlossen war. Das sollte jetzt wieder offen sein. Okay, kleinen Moment. Ah ja, das Tor ist offen. Genau, und in dem Raum, der direkt danach kommt, müsste wieder ein Schalter sein, mit dem du einen... also da ist so ein Tor, das offen ist. Und wenn du da in dem Raum jetzt einen kleinen Schalter drückst, in dem du bist, dann sollte das vor dir ein Tor zugehen. Ist das richtig? Also, ich gehe die Treppen runter. Ich habe jetzt einen etwas größeren Raum mit lauter kleinen Räumen. 1, 2, 3. Hier ist auch ein Schalter, den ich wieder betätigen kann, an der Wand, der grün leuchtet. Ah ja, genau, das ist ja der grüne Schalter, weil bei mir sind die Tore auch grün. Ah, guck mal. Und wenn ich den grünen Schalter jetzt betätige, dann geht wahrscheinlich hier das grüne Tor zu. Genau, aber das ist richtig, weil du musst ein rotes Tor öffnen und das rote Tor ist hinter einem geschlossenen grünen Tor. Also gehe ich jetzt, bestätige ich jetzt das grüne Tor, gehe wieder all the way back und suche ein Tor, was sich geöffnet hat, wo ich dann zu einem roten Schalter komme. Genau, wenn du vom Anfang aus also nach rechts gehst wieder und dann nicht in den kleinen Raum, wo der blaue Schalter rein ist, gehst, sondern ein ganzes Stück weiter. Das sind so ein paar Wendungen und Wirrungen. Und dann sollte, wenn du die ganze Zeit die rechte Wand, dich an der rechten Wand hältst, solltest du in einen kleinen Raum kommen, in dem der rote Schalter ist. Na, kleinen Moment, ich bin jetzt wieder zurück zum Anfang gegangen. Ich gehe jetzt geradeaus, links. Dann kann ich hier links wieder hoch. Ja. Und jetzt stehe ich vor einem verschlossenen blauen Tor. Ah ja, geh noch mal zurück und aktivier noch mal den blauen Schalter und dann geh wieder zurück zu dem verschlossenen blauen Tor. Ja, okay. Alles klar, jetzt kann ich hier weitergehen und komme wieder an der Treppe hoch in noch einen größeren Raum. Oh mein Gott. Genau, und in dem Raum sollte, wenn du von der Treppe aus auf der rechten Seite, sollte das ein offenes grünes Tor sein. Ja, hier, da geht's wieder die Treppe runter. Genau. Und in dem Raum ist ein roter Schalter. Ich sehe den roten Schalter, ja.
Ich gehe jetzt wieder zurück. Ja, du kannst, also hier sind so ein paar Extra-Räume, die irgendwie keinen Sinn erfüllen, weiter oben, wo, und irgendwie auch noch so mehr Treppen, aber ich weiß nicht genau, wo die hinführen, das ist nicht eingezeichnet. Du müsstest jetzt zurückgehen, den blauen Schalt, Moment, die Karte hat wieder aufgehört. So, okay, wenn du jetzt, du musst jetzt den blauen Schalter nochmal aktivieren, dann wieder zurück zum grünen Schalter gehen und den aktivieren. Und wenn du dann durch das grüne Tor, was dann wieder offen ist, gehst, dann müssten wir fast durch sein. Oh je, du verlangst mir gerade was ab. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Lustig ist, ich weiß ungefähr, wo du bist. So einigermaßen kann ich das einschätzen. Moment, jetzt bin ich wieder in dem Raum mit dem roten Schalter, da gehe ich wieder zurück. Jetzt hier links. Hier die Treppe runter. Durch das blaue Tor. Jetzt bin ich wieder bei dem Hund mit dem... Alter, was zum Teufel ist denn mit den Leuten verkehrt? Das ist ein Golden Retriever mit... der einen Kerzenständer verschluckt hat. Du fragst dich ernsthaft, was mit den Leuten falsch ist, anhand ihres Kunstgeschmacks, nachdem wir beide eins über den Schädel bekommen haben und hier irgendwo im Nirgendwo sind. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier raus soll. So, ich habe den blauen Schalter mal betätigt. Jetzt gehe ich, jetzt versuche ich mal meinen Weg wieder zu finden, wo der grüne Schalter war. Hier, ich hab's gefunden. Und dann gehe ich nochmal wieder zurück zum roten, oder was? Nee, dann den grünen Schalter, also wenn du den grünen Schalter betätigt hast, sollte direkt quasi neben dir ein grünes Tor aufgehen und da durchgehen. Ja, hier bin ich durchgegangen. Und da ist dann so eine Doppeltreppe, oder? Rotes Tor und geradeaus könnte ich auch nochmal weitergehen. Geradeaus solltest du vor einem geschlossenen roten Tor enden. Ist da so eine Doppeltreppe? Ah ja, hier ist ein geschlossenes rotes Tor. Ja, und die Treppe, die ist doppelt, richtig? Die Treppe ist doppelt. Ach so. Ja, also Eingang geht wahrscheinlich wieder ins Nichts, ist wieder ein Dead End, ja. Dann habe ich noch das rote Tor, was jetzt aufgegangen ist. Genau, und durch das offene rote Tor, da musst du durch und dann bist du, glaube ich, raus aus dem Labyrinth. Werden es Cyronix und Aptine nach dem Labyrinth auch aus dem Schloss herausschaffen? Und was wartet hinter der Tür nach dem Labyrinth auf sie? Findet es heraus in der nächsten Folge We Were Here, dem Weihnachtsspecial 2020.